Hallo, ich bin's wieder, euer Tude, zu einem neuen Projekt in American Truck Simulator. Nice. Ich mach gleich die Musik etwas leiser, weil die wird teilweise richtig laut. Wir starten übrigens in San Francisco und ich mach sie gleich leiser, nachdem das Tutorial durchgespielt wurde. Oder wir können direkt Escape drücken. Willkommen in American Truck Simulator. Ey, sieht echt gut aus. Ich freue mich, ich bin gehypt. ETS habe ich durchgezockt, kann man so sagen. Bin fast jede Straße abgefahren, habe alle Garagen gekauft. Fast alle. Ich habe doch alle Arbeitsagenturen noch entdeckt. Jetzt kommt der ATS, der war im Steam Summer Sale im Angebot. Ich habe das komplette Enchant Bundle gekauft für 11 Euro. Und habe keine Internetzeit Freitag. Wir haben heute Sonntagabend. Deshalb nehme ich keine fleißigen Singleplayer-Videos irgendwie auf. Und lade die dann alle nächste Woche hoch, wenn das Internet wieder geht. Aber ich drücke mal weiter, sonst wird das nie was. Ja. Lade. Muss halt zwar nach San Francisco. Ich würde gerne mal kurz ins Menü zurück, um ein paar Einstellungen anzupassen. Das geht auch ganz schnell. So machen wir die Grafik etwas heller. Und machen einfach alles gut. Stürzt bitte nicht ab. Ja, passt. So, dann machen wir kurz Audio Musik leiser. Radio aus. Und fahren weiter. Nice. Jetzt stimmt die ganzen Tasten noch nicht, das mache ich nach der Folge, wo ich dann blinken kann und so. Dann blinke ich halt diese Folge nicht so, wie es sein soll. Innensicht 1, Außen 2. Boah, die Trucks sind was ganz anderes als in Deutschland. Die sehen so richtig heftig aus. Aha. Das kennen wir eigentlich alle schon aus ETS. Schnupfen. So. Ganz kurz check, ich versuche anzuhalten, bevor ich dagegen fahre. Jetzt. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, ich habe das ziemlich gut abgeschätzt. Schau mal. Oh, das wird doch ganz gut. Fahr ein bisschen zurück. Und dann auf die Straße. Da blinken kann ich leider noch nicht. Ich hasse es einfach, solche Spiele aufzunehmen. Nicht, weil ich die Spiele nicht mag oder so, weil ich auch die nicht mag. Einfach nur aus dem Grund. Weil ich mein Mikrofon immer so blöd hinheben muss. Keine Ahnung mit MPH und sowas, wie man das umrechnet. Stoppschild. Abgewürgt. Hinter mir steht einer. Den habe ich schon mitgeschoben. Handbremse. So, Motor an. Tastatur bringen.
Mir wurde schon erzählt, die haben einen viel größeren Lenkeinschlag als die Deutschen. Das heißt, nee, andersrum. Man braucht viel mehr Platz, um zu wenden, zum Beispiel, um in die Kurven zu kommen. Das könnte ziemlich spannend werden. Und die Ampel ist immer auf der anderen Straßenseite. Das finde ich voll seltsam. In Amerika. Und die Blinker haben die gleiche Farbe wie der Rest. Also die anderen Blinker. Das Blinklicht hat das gleiche. Sag mal, warum ist denn der vierten Gang so langsam? Das ist ja richtig dumm. Der Blinker hat hinten die gleiche Farbe wie das Bremslicht. Das ist etwas seltsam. Ich weiß nicht, wie schnell ich hier fahren darf. War das nicht geplant? Ich wollte nur kurz überholen, da war ich direkt da. Kam diese Bahn. Keine Angst, ich versuche nicht immer so hektisch zu fahren. Wie schnell darf ich hier fahren? Ich sehe es nicht. 23 haben wir einen Speed. Ungefähr. Was darf ich hier? Keine Ahnung. Wir fahren mal ein bisschen hier rum und dann mal gucken, dass wir wieder ankommen. Weißt du was? Ich gebe noch einen Screenshot. Nee, geht noch nicht. Okay, dann halt nicht. Wir fahren darüber. Ich wollte gerade ein schönes Foto machen. So. Da müssen wir einparken. Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. So, jetzt. Sag mal, jetzt bin ich so weit auf der Seite.
Kann nicht so schwer sein, hier sofort einzupacken. Das ist ganz anderes als in ETH, das habe ich gesehen. Passt nicht. Ah, die in Amerika haben immer so schön. Jetzt hat er hier so eine grelle Hupe. In der nächsten Folge seht ihr nämlich hier richtig einparken. Ich bin 3D schon in der Wand, da wurde noch ein bisschen. Schade. Das 3D-Kollisionsmodell. Aber ich muss doch hier einparken. Also dadurch, dass der Truck so, das Vorderteil so lang ist, ist der Radstand auch so. Eigentlich perfekt. Wenn ich jetzt noch was falsch mache, dann habe ich nichts. Falsch gemacht. Gallonen wird hier der Sprit gemessen. Das muss ich dir alles mal direkt umstellen jetzt. Oh, wir haben einen eigenen. Optionen. Weltkarte. Ich habe doch eigentlich alle DLCs. Warum? Wahrscheinlich muss ich erst Internet haben, um diese DLC-Bereiche freizuschalten. Feststellbremse ist hier. Zack. Keine Rundumleuchte. Oh, ich habe keine Rundumleuchte. Ach, hier. Rundumleuchte war hier. Leute, wir machen noch eine kleine Fahrt. Gameplay. Kann man hier eigentlich.
denn hier auch so? Der erste Auflieger, das heißt ja für mich, da gibt es irgendwie, kann man dann eine Reihe schalten von 5 Anhängern oder so. Der Ausgeschwindigkeitsbegrenzer finde ich gut. Schauen wir auch mal an. Kann man hier noch einstellen, dass es Euro. Kilometer, Kilogrammton, Celsius, Liter. Kilometer pro Liter. Genau. So, jetzt geht's wirklich los. Tut mir leid. Wähle meinen Auftrag. Fracht. Schnelle Aufträge. Okay. Der da sieht cool aus. Oder? Sieht der besser aus? Der sieht auch gut aus. Wo kriegen wir denn am meisten Preis pro Steckeneinheit? Der gibt am meisten? Dann fahren wir noch den. Wir müssen ja viel Geld verdienen. Denn ich werde hier kein Geld cheaten in diesem Spiel, habe ich mir gerade eben ausgedacht. Ich werde viel streamen, dieses Spiel. Und was sage ich denn? Wir haben direkt 2 Auflieger. Ach, krank. Ich bin überwältigt. Machen wir die Sättigung mehr. So, jetzt haben wir los. Alle schalten schon ab. Puppe geht schon mal nicht. Die Puppe doch auf den Knopf hier gemacht. Hupe. Ah nein. Oh. Mist. Oh, Hupe. Auf geht's. Geht schon besser. An, dass ich einfach was ein bisschen sehe. Du musst echt in einen ziemlich hohen Gang schalten, um schnell zu werden. Das ist in den ETS, glaube ich, nicht so heftig. Wie schnell darf ich hier fahren? Jetzt habe ich eine kmh-Anzeige, okay. Ja, sollte vielleicht auf Kilometer wieder zurückschalten. Slowdown, sagt er mir. Ich habe Bußgelder an. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich hier fahren darf. So lang ist die Fahrt, glaube ich, gar nicht, oder?
Stunden oder gut 2 Stunden Ingame-Zeit. Das ist jetzt der Highway, auf dem wir fahren. Oh, direkt Highway. I'm on the highway to hell. Das ist ein ganz anderes Feeling hier als im ETS, sage ich euch, Leute. Ich weiß nicht, fühlt sich alles anders an. Als ob der hier so langsam hochfahren kann. Gas. Ich werde schon überholt von einem. Ist das ein Feuerwehrauto? Was überholt mich denn da? Ein Feuerwehrtruck. Oder? Ja. Muss ich kurz hinzufügen. Tut mir leid. Habt ihr schon mal einen ETS so einen ATS so einen Screenshot gemacht? Begegnung mit der Feuerwehr heißt diese Folge. Oh. Tamtam. Wir fahren einfach weiter. Der zieht uns einfach ab da. Ich entschuldige nochmal für die ganzen Screenshots, die ich immer mache, aber ich finde es einfach schön. Diese Aussicht und so. Machen wir noch einen? Komm, letzter für die. Und zwar haben wir eine Aussicht auf die Stadt. Mal Licht anmachen. Okay, diese Folge fahren wir jetzt zu Ende. Und dann mache ich keinen Screenshot mehr. Ich will die Feuerwehr da vorne einholen. Komm. Was ist denn hier erlaubt an Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Ich habe diese Road Events auch ganz hochgestellt, habt ihr vorhin gesehen. Das heißt, es werden ab und zu Unfälle irgendwo sein und werden dann vorbeifahren sehen. Dann öfter so ein Feuerwehr einsetzen und so. Finde ich richtig cool. Juhu! Das macht Spaß. Probe wird immer enger. Und I'm on the highway to so hin. Sacramento. Highway to Sacramento. Ich glaube, ich habe hier gar keinen Gang mehr. 9. Gang ist hier höchster Gang in dem LKW. Schade. Geil aus. Das ist ein ganz anderes Video als ETS. Das ist ganz neues.
Und ich hab's aber auch. Vielleicht ETS immer noch ab und zu spielen, keine Angst. Aber hier auch ATS. American Truck Simulator. Nice. Ich hatte viel mit anderen Leuten spielen, die es auch haben, weil es haben mehr Leute, als man so denkt, dieses Spiel. Weil ich dachte immer so, früher dachte ich immer so, ETS ist ein richtig geiles Spiel und ATS ist einfach so eine billige Nachmache von gleichen Unternehmen. Die wollten einfach irgendwie noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So kam es immer vor. Aber habe ich voll positiv zu gehört. Am Anfang war es wirklich so, dass viele gesagt haben, nee, eigentlich ganz langweilig und, also vor mehreren Jahren war das dann schon. Weiß nicht, wie lange gibt es das Spiel schon? Keine Ahnung. Am Anfang war das auf jeden Fall ziemlich langweilig scheinbar und irgendwie, ja, ganz lange Strecken, wo nichts passiert ist. Und dann haben sie aber, habe ich auch mitbekommen, in den Ankündigungen für ETS 2, wo immer so für die nächsten 3 Jahre was angekündigt wurde, jetzt neulich wieder, wurde auch viel für ATS angekündigt und aber in der Zeit davor wurde auch schon viel, viel verbessert an ATS. Jetzt kann man echt, es zählt diese 80 jetzt als MPH oder KMH? Ich habe keine Ahnung. Fand da Vollgas. Haben sie jetzt 4 am Spiel verbessert über die letzte Zeit und jetzt macht scheinbar ziemlich viele Leuten Spaß auf Discord. Und jetzt habe ich es auch mal geholt im Steam Summer Sale für 11 Euro so ein Enchant Bundle oder so hieß das. Ich kann gerade nicht nachgucken, wie es hieß, weil ich habe kein Internet. Seit Freitag, wir haben heute Sonntag. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis das wieder geht. Ich hoffe, es geht. Vielleicht heute wieder. Es gab doch ein ETS nie so. Was ist denn hier 80? Ich weiß nicht. Ich mach mal wieder. Ich schalte einfach um auf MPH. Ist mir egal. Weil dann kann ich auch wenigstens die Schilder prüfen. Lass mir einfach alles auf USA. E-Mail. Ja, wir kriegen irgendwas. Ja, 55 ist hier erlaubt. Okay, wir fahren 60. Das heißt ja, die deutschen Einheiten sind, oder die europäischen, metrischen, sind viel präziser, weil wenn du hier 50 fährst, fährst du in Deutschland ungefähr 100. Schätze ich es mal so grob, habe ich gerade gesehen. Das heißt ja auch, das heißt ja, wenn man kann in Deutschland viel genau variieren, wie schnell man fahren kann. Hier ist alles nur halb so genau, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil man hat in Deutschland doppelt so viele Möglichkeiten, Geschwindigkeiten anzugeben, als in Amerika. Versteht ihr das, was ich gerade erzählen will? Nein, blickt ihr nicht. Dankeschön. In Deutschland gibt es einen Unterschied zwischen 60 und 70 km/h und hier ist dann halt anstatt 60 und 70 gibt es dann hier 30 und 35. Und da ist halt die Toleranz, die der Fahrer dann auf seinem Tacho sieht, auch viel geringer, weil er kann dann ja schlechter. Er hat ja nur 5 Einheiten Toleranz zwischen 35 und 30. Und wir Deutschen haben dann 10 Toleranz, das heißt, wir können das viel präziser sehen auf unserem Tacho, wie schnell wir gerade fahren. Oder erzähle ich gerade nur Bullshit und das stimmt alles gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich mag das Metrische. Einerseits, wenn ich es gewohnt bin, andererseits glaube ich auch. Ach, keine Ahnung. Ich höre auf, darüber zu reden. Hier ist 30 erlaubt. Okay. California! Feeling ya! California!
Feeling the year. And yesterday. California. Ich fahr direkt im dritten einfach an. Walmart? Ich dachte gerade an Walmart. Wer kennt den Markt? Walmart? 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 Da hat doch der Mason Ramsey gesungen. Der jodelnde Junge. Dieses Meme. Ich feiere diesen Typ. Stehe ich falsch rum drauf, oder? Ne, passt doch. Was mache ich falsch? Blöd. Was ist das? Zählt das so nicht? Ich stehe doch nochmal. Reich. Stell dir vor, du musst damit rückwärts rangestehen. Ich würde ausrasten. Ich würde so ausrasten. So, absatteln. Stützen werden ausgefahren. Gut, ihr kriegt ein bisschen EP. Level 2. Level 1 sind wir jetzt. Oder? Ne, das erstmal Fernfahrt machen. So Leute, wir haben jetzt viel erlebt. Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Ich werde da viele Folgen aufnehmen jetzt noch. Und dann auch wieder streamen, sobald Internet da ist. Yeah. Auch im Multiplayer auf jeden Fall werde ich streamen aufnehmen und was weiß ich. Und wie gesagt, ich habe mir kein Geld cheaten. Das heißt, wir werden ganz lange brauchen, um uns neue LKWs zu kaufen. Ganz lange brauchen, um uns eine neue Garage zu kaufen. Und ich werde mir nicht einfach so wie ein ETS jede Garage kaufen, und sobald ich dann vorbeifahre. Ich könnte ja einfach Stadt fahren und Garage kaufen. Das geht jetzt hier nicht. Das heißt, ich muss erst ein Geld verdienen, in die Stadt fahren und dann die Garage kaufen. Es wird geil. Schreibt in die Kommentare, welche Städte ich besuchen soll. Wenn ihr sagt, zum Beispiel hier in Gallup, da gibt es coole Pferde, die machen dann Gallup. Ah, lustig. Lustig. Nee, aber Santa Fe, da gibt es irgendwie einen Bahnhof. Ich kann wirklich sein, mit Santa Fe, wenn er so irgendwie. Ich fahr da mal hin, das sieht ziemlich cool aus, oder irgendwie da ist eine coole Feuerwache, die man sehen kann. Ich weiß nicht, erzählt mir irgendwas, oder dieser Highway hier ist besonders toll, der Highway 5. Ach, ich dachte vorhin, das heißt die KMH-Zeige. Wir sind davon hier gefahren, ich dachte so 80 darf man hier fahren. Das war die bei uns die B25, die Bundesstraße 25, oder die A8. Das ist einfach hier der Name des Highways. Leute, macht's gut. Ihr seid ein Ehrenberger. Phoenix. Da kommt diese Zugmarke auf. Ne, die heißt Western Union United. Pacific United. Union Pacific. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Deshalb macht's gut. Wisst ihr was? Ich zeig euch hier dauernd was und hab's gar nicht eingeblendet.
So müsst ihr das sehen hier. In Santa Fe. So, ich habe gerade alles gezeigt und habe aber nur mein Gesicht gezeigt. Leute, was ich sagen wollte hier, diese... Das hier sind die Namen der Straßen. Und nicht die Anzahl oder die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Video.